Moin Leute, willkommen bei German Assi Playground. Coralli Skeeter 4S. Was haben wir heute geändert? Wir haben jetzt mal die Kamera vorausgetauscht gegen Michi. Hallo! Der ist heute da. Ich habe hier den Bumper-Räder rekonstruiert. Ich fahre gerade die zweite POS-Version zusammen mit dem ARP-Teil hier. Das hat quasi. Mal sehen kann. Ja, dieses 3D-Druckteil hier. Das sorgt quasi dafür, dass der defekte Bumper hier wie geschient ist. Und 16er Ritzel habe ich drin. Noch mal ein Zahn mehr. Will ich noch mal sehen. Mit den Serienreifen, wo wir größere Reifen irgendwie fahren, weil dann will ich wieder runterwechseln. Und wir gucken uns natürlich die Temperaturen. Habe ich die Pistole hier irgendwo? Hattest du eben noch in der Hand, ja. Gut, dann ballern wir mal. 6S, ja, ne? Nein, das ist ein Coralli, ein 4S-Auto. Der hat eine 4S-Kombo. So. Okay. Back to the roots, haben die sich gesagt. Ein Zahn mehr. Wow. Boah. Alter. Da ist Party drin. Ja, der Skeeter ist echt kein Auto für mega Backflips und so weiter. Aber für schön springen. Also. Ja, dann topfen wir die 40 ran. Ne? Alter Schwede. Ja, das kommt, weil du gerade so ein ruhiges Auto wie den Akku gehört hast. Ja, der war ja echt ruhig und geil, ey. Der hört sich ein bisschen kräftiger an. Ja. Der hat den Lauf. Ja, ich bleib dabei, Leute. Er kostet jetzt aktuell, wo er jetzt rausgekommen ist, kostet er nicht viel weniger als die 6S-Autos. Klar, wenn man in die Zukunft guckt und wenn die neuen Autos rauskommen sollten und teurer werden sollten wie alles andere, ist da vielleicht wieder ein Abstand. Aber eine 6S-Kombo steht ihm wesentlich besser zu Genüge. Auch wenn man 4S fährt dann, einfach weil sie einfacheres Spiel mit ihm hat. Der Motor ist einfach zu klein. Merkst du reifentechnisch irgendwas, oder? Hä? Reifentechnisch? Wie fühlen sich die denn noch? Achso, die hier, so. Ja, du warst ja bei den First 20 dabei. Die fühlen sich genauso an wie sonst auch. Also die fühlen sich gut an. Er hat auch, dadurch, dass er durch seine Länge und wie schmal er ist, hat er ein geiles, eigensinniges Fahrverhalten. Ja, gut, das ist nicht mega präzise, aber kannst ihn so rumreißen, macht Spaß. Das war jetzt immer noch gerade mal eben so, ne? Gut, er ist natürlich auch gerade hochgekommen. Der hatte sowieso auf diesem Rahmen seine Probleme wegen dem Kick-up und seiner Länge. Jetzt muss ich gleich laufen. Ja, ich wusste es. Dein Ernst? Da war was! Ich schwöre, da war was! Da liest das! Ja, wo kein Metallstock. Ja, aber. Also bei denen herangehen. Ah. Ah.
Ja, ich will natürlich auch ein bisschen rumpesen und gucken wegen Temperatur. Der Wagen auf jeden Fall hat, der hat heftige Nehmerqualitäten. Also ich habe bisher echt Glück mit dem Auto gehabt. Und was man allgemein auch so sieht, der hält gut was aus. Ja. Hast du gesehen? Ja. Er hat so einen Kick gekriegt, dass ich gerade, weil ich jetzt die 16. Ritze drin gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht halten können. Das Rumgewackel war kein AVC, so hätte er nicht. Weil ich groß geworden bin. Ja, aha. Das ist so die, wird der Motor jetzt das aber auch ist, nicht. Es gibt bei Tracks, das gibt ja Safe Righting und bei Corelli gibt es Safe in ja, die Temperatur. Safe Hinlegging. So schlimm wie bei mir wird das nie. Ja, ich glaube schlimmer sogar. Alter. Die falschen Rampen. Der hat aber jetzt echt einen guten Speed. Ja, was ich noch plane, Leute, ich will ihn immer demnächst auch verbreitern. Ich werde das ist nicht, um ihn zu verbessern, einfach nur Experimente. Ich zeige Ihnen, was alles geht. Wichtig ist natürlich die Stock-Performance von dem Auto oder was ohne große Maßnahmen möglich ist. Und Ritze ist immer für mich ein Teil, was akzeptabel ist auf jeden Fall. Wenn der Hersteller zu moderat war. Jedenfalls, wenn ich ihn verbreitere, dann kann ich auch ohne Probleme Pro Am Badlands fahren, die natürlich extrem viel mehr Wheel Spin und Air Control bringen werden. Und da muss ich auch wieder runter ritzeln, weil ob ich nun Ritzel höher mache oder die Räder größer, das ist ja genau das Gleiche. Ich muss auch echt sagen, Michi, guck mal die Fernsteuerung hier an. Siehst du hier zum ersten Mal, ne? Weißt du, was das ist? Erkennst du das wieder? Ja, wie von Hobby King die Dinge. Ja, wie Fleißgeil, ne? Das ist hier auch. GT2 auch. Ja, ist auch sozusagen sowas, aber es ist irgendwie verändert. Du hast hier viel bessere Kontrolle. Willst du überhaupt mal selber fahren? Nein. Okay. Guck mal, ich habe gar kein nicht so ein Delay, wie ich es halt bei den alten Fernsteuerungen gemerkt habe, nachdem ich bessere Sachen gefahren bin. Ja. Ja, gut, vielleicht andere Software oder so irgendwie? Gibt es das auch bei dir? Ich denke mal, hier ist auch wahrscheinlich nicht kompatibel mit den alten gelben Empfängern, die wir kennen. Das ist einfach ein besseres Protokoll halt, ne? Okay. Weiterentwickelt. So, Akku alle. Oh. 5000 mAh Spektrum Akku so leer gezogen. Und jetzt gucken wir mal nach Temperatur. Du fährst rückwärts. Was soll das? Ist hier was verdreht? Wie geil! Jetzt steht er ja. Mysteriös. So. Der Stecker ist ja so ein bisschen rausgegangen. So. Ist so temperaturanfällig, das Ding. Oha. 2,1 Akku. 71. Jo. Das ist toll. Höchste war jetzt 77,8, was ich gefunden habe. 77 hast du auch schon. Oh. Hier hinten ist er an die 100. Seht ihr das? Ich habe hier gerade 98 geschafft. Wenn ich hier hinten messe. Ja. Boah, 96 RD Motion. Oh, das ist aber schon. Deswegen, guck mal, Michi, ich weiß das Fach hier hinten. Weißt du, wofür das ist? Ja? Da kann man einen Lüfter reinstecken, der dann hier gegenpusten soll. Gegen den Fahrtwind. Ja, aber das kann doch nicht. Ja. Ja, und der hat hier diesen kleinen Kanal hier, um dann Luft zu ziehen und dann dagegen zu pusten. Den kannst du entweder hier anschließen an den Empfänger. Dafür ist das Kabel von dem Lüfter davor zu kurz. Ja. Kannst natürlich auch hier rangehen. An das BEC vom Riechler, das ist kein Y-Stecker, musst du natürlich dann selber. Ja, sagt der. Okay. Der. Oh, Riechler ist aber kalt, oder was? Die Kondensatoren. 50. Grad. 50, ja. Ja, der Motor hier, der ist natürlich hart dabei. Also. Kein Auto für Außentemperaturen 25 Grad aufwärts? Ich sag mal,
Wir haben jetzt 11 Grad Außentemperatur, ja. Also es ist jetzt klar, wir haben Sonnenschein. Echt? Ist das so wenig? Ja, Handy sagt 11. Gut, Leute, also das ist für einen Sommer, Hochsommer wird das garantiert, also das ein Akku ist knapp. Ja. Fahren auf jeden Fall keine Riesenakkus da drin. Hier wird extra hier ein kleiner Akku genommen. Der hält auch lang, weil die halten das, was sie versprechen. Das muss man den Akkus wieder lassen, auch wenn sie ziemlich teuer sind. Aber ja. Ja, oder runterritzeln wieder, oder was heißt das? Ja, aber wenn ich jetzt runterritzel und andere Reifen drauf mache, habe ich den gleichen Effekt theoretisch wieder, ne? Und sonst normal runterritzeln und stocken lassen sonst den Rest? Aber ich habe halt, wahrscheinlich die Vermutung, wenn ich den Wagen sehr weit wieder runterritzel, der kommt mit 13, jetzt habe ich 16 drauf. Das sind nur 13 mehr. Ja, ne? Gut. Wenn ich aber dann halt größere Reifen drauf mache, eventuell... Ja, ich weiß es nicht. Dass ich halt dann meine Backflips locker kriege und meine Lufthoheit über das Auto. Ja, da kommen natürlich die Badlands eher in Frage dann, ne? Ja, auch Größentechnik natürlich, nice. Oder Trencher LP, die sind auch so groß. Aber das werden wir in der Zukunft sehen. Ich will den Wagen ja eigentlich, ja. Es deutet sich schon ab, was Stock hier auszureizen ist. Im Sommer wird's hart, Leute. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder demnächst wieder. Ich mache jetzt keinen heftigen Sprung, weil die Karosserie ist fest. Ja.